Grand Theft Auto. Es ist wahrscheinlich einer der legendärsten Videospielreihen, die jemals die große Gaming-Welt betreten sollten. Von den ersten beiden Teilen, welche aus heutiger Sicht wie ein nostalgisches Browser-Game von Spieleaffe.de aussehen, bis hin zu GTA 3 mit damals noch revolutionärer 3D-Grafik. Me gusta Skeleton. GTA 4, welches für viele Spieler teilweise besser ist als der Nachfolger. Go, Taxi! Und in dem nicht gerade wenig Zeit damit verbracht wurde, mit den Ingame-Cheats rumzuspielen. Oh shit! Son Goku! Und natürlich GTA 5. You're a naughty boy. Go I hit a woman for the first time in my life. And I'm having fun! Ein Mix aus unzerstörbaren Zügen. Oh, fuck you, bitch. Hauptcharakteren mit leicht psychopathischen Drängen. My name's Trevor. What's yours? Einem Online-Modus, der absolut nicht zu Konflikten aufruft. Oppressor MK2 Griffers have small peepee. Und mittlerweile so alt, dass im Ladebildschirm noch ein iPhone 4 abgebildet wird. I got the new iPhone 14 Pro. Und jahrelang vereinigte die Spieler genau eine Frage. Wo bleibt GTA 6? Grand Theft Auto 6. Fuck ja! Es gibt mittlerweile YouTuber, die sich ihre halbe Existenz darauf aufgebaut haben, über angebliche GTA 6 Leaks und Hinweise zu reden. GTA 6 Easter Egg. GTA 6 Photo. Is this the GTA 6 Leak? GTA 6. Rockstar blatantly teased GTA 6. GTA 6 ist zu einem nicht existierenden Geisterschiff geworden. Ein Schiff voll mit Leuten, die behaupten, sie hätten GTA 6 auf magische Weise von heute auf morgen in ihrem Postfach liegen gehabt. Is this real? Two, one. I have GTA 6. GTA 6. Training your adopted dog. Ist das hier die GTA 6 Map oder vielleicht das hier? Mein Vater arbeitet bei Rockstar Games und hat mir gesagt, dass die GTA 6 Map ein perfektes Abbild von Nordfrankreich ist. Guys, what is going on over in France? Wusstet ihr, dass es in GTA 6 Autos geben wird? Did you know that the next GTA will be better than the last GTA? Der eine unangenehme Typ, der wie ein feindlicher Ingame-NPC seit Jahren auf irgendwelchen Live-Events spawnt, um nach Infos für das kommende GTA 6 zu fragen. Ja, spielt Grand Theft Auto 6? Nein, wieder. Sag mal, können Sie jetzt bitte das Set verlassen, aber ganz schnell. Und das am Sonntagmorgen, du. Doch jahrelang gab es bis auf einen einzigen Nebensatz im Jahre 2022 von Rockstar Games keinen einzigen Hinweis. The moon was 6 centimeters across. Und es juckt den Leuten in den Finger. Denn GTA 5 ist nach Minecraft das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Das Spiel ist erst ab 18 zugelassen und spielt mit dem Reiz des Verbotenen, sagen Medienwissenschaftler. Heißt, Rockstar Games darf sich ordentlich auf dem Erfolg ausruhen. Und genau das taten sie auch. Why did I move here? No, no, I guess it was the weather. GTA 5 ist mittlerweile so oft auf verschiedenen Konsolen in so vielen verschiedenen Versionen rausgekommen, dass man lange Zeit dachte, dass wir in 20 Jahren auf der PlayStation 10 immer noch GTA 5 spielen werden. You rotten fucker. Die meisten GTA-Spieler mussten damals wahrscheinlich ihre Eltern am Kragen zum Mediamarkt mitschleifen, um GTA 5 zu kaufen, wenn sie es nicht auf irgendeine Weise von woanders besorgt haben. Das letzte Spiel von Rockstar ist mittlerweile auch schon wieder Jahre her. 2018 kam das Spiel namens Red Dead Redemption 2. Howdy, Cowboy! Holy shit! Was nicht gerade selten als Meisterwerk betitelt wird. Und zudem ist Rockstar Games einer der paar überlebenden Entwickler in der heutigen Gaming-Industrie, die es wie auch immer geschafft haben, kein einziges Spiel fehlerhaft rauszubringen. Who, me? No, never. Außer natürlich die Trilogy-Version von vor 2 Jahren, aber da reden wir lieber nicht drüber. Ha 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 ha!
stop and get yourself a beer or something. Heißt, der Hype für dieses Spiel nahm im Jahre 2022 astronomische Ausmaße an. Doch für die Fans wirkte es so, als wäre GTA 6 ein Titel, welcher noch in weiter Entfernung liegt. Doch plötzlich im September 2022 ein dunkler Himmel, der sich über das Hauptgebäude von Rockstar Games legt. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Das Internet wird wie von einem Meteoriteneinschlag getroffen, mit einem neuen Grand Theft Auto 6 Leak beschert. Und die erste Reaktion war natürlich, okay, lustig, das ist der dritte diesen Monat. Doch diesmal war die Footage echt. Crazy. I was crazy once. 90 Minuten Gameplay-Aufnahmen von einer noch nie gesehenen GTA 6 Version. Ein unbekannter Datenhacker verschaffte sich irgendwie Zugang zu den internen Rockstar-Servern und teilte zahlreiche Videos der Pre-Alpha-Version von Grand Theft Auto 6 schamlos mit dem ganzen Internet. Oh, wait a minute. This is unreal? I don't think it's fake, though. Diesmal war es wirklich geschehen. Es war der größte Leak der ganzen Gaming-Geschichte. Live vor den Augen aller Menschen. I've got chills. I've had tears in my eyes when I first saw this. Holy crap, the mother of all gaming leaks. GTA 6. Das Internet steht Kopf. Grand Theft Auto 6 leaked. For real. Video game leaked. Grand Theft Auto. Leaked footage. Leaks. Wow. Leak. Biggest leak. That leaked online. GTA 6. GTA 6. Ah. Die Leak Media. Der Gameplay. Von Freudentränen bis zu Empörung bis zu High-Quality-Memes war alles dabei. Die vor kurzem gestorbene Queen stand plötzlich wieder von den Toten auf, um sich die GTA 6 Leaks anzugucken. Since I have passed away, I should now become a skin in Fortnite. Kriege wurden an diesem Tag beendet, Nationen haben sich wieder vereinigt und all das unter dem großen Licht von GTA 6. The GTA 6 leak is the closest thing we have to world peace. Erst gab es die Leute, die durch die Leaks überhaupt das erste Mal erfuhren, dass ein neuer GTA-Teil in Arbeit ist. Leute, die sich darüber lustig machten, welch unglaublich schlimmes Schicksal den Hacker bald treffen wird, weil Rockstar noch heute eine ausgebildete Armee von Anwälten auf den Datenleaker heraussenden wird. Guten Morgen, Rockstar Games. Der Hacker hat sofort eine 100-Sterne-Wanted-Leiste über seinem Kopf schweben. Nicht mal Saul Goodman kann den Hacker jetzt noch verteidigen. I believe that until proven guilty, every man, woman and child. Verwirrung darüber, was dieser wie Minecraft-Koordinaten aussehende Quellcode in der oberen Ecke da macht. Thanks, CJ. I see you, Rap. Redditor, die sich über das riesige Hinterteil der GTA 6 Protagonistin freuten und ihr direkt ein ganzes Subreddit widmeten. I hope GTA 6 has sex. I want to get fucked by a guy as Lucia. I have no doubt that Reddit is improving my life. Leute, die den Hacker in den Himmel lobten und wahrlich vergötterten, weil er die es von Ungeduld plagenden Fans endlich von ihrem Leid befreite. Ich glaube, sie halten mich für irgendeine Gottheit. Analytiker, die sich jeden einzelnen Frame anschauten und ewig lange Posts auf Reddit veröffentlichten, während andere schon über GTA 7 redeten. This game right in my hands, GTA 7. Und viele wollten sich möglichst nicht spoilern lassen oder haben aus Solidarität Rockstar Games unter jedem Leak markiert, damit die Videos wieder so schnell wie möglich runtergenommen werden können. At Rockstar Games. Doch es war bereits zu spät. Das ganze Internet war voll mit einer halbfertigen Version von GTA 6. Und eine extrem große Anzahl an Leuten haben sich darüber beschwert, dass das Spiel schlecht oder gar unfertig aussehen würde. Für Ubisoft-Verhältnisse würde das schon fast als ein fertiges 60-Euro-Sequel durchgehen. Doch für einen riesigen Titel wie GTA 6 wirkten die gezeigten Videos laut den Leuten eben ganz schön minderwertig. If this is GTA 6, they can keep it, respectfully. It looks very, very unfinished. You're doing a great job. Must be fun being the town idiot. So you're saying they had 10 years to develop this game and it still looks like shit. Why does this look unfinished and buggy? Ja, ihr fucking Dunkies, das Spiel sieht unfertig aus, weil das Spiel unfertig ist. Das ist wie, als würde ich in die Küche eines Restaurants laufen und den Chef fragen, warum das Steak noch nicht fertig gebraten ist.
So good and tasty. Das Gebäude, was gerade gebaut wird, sieht aus, als würde man es gerade bauen. Oh Gott, was ein schlechtes Gebäude. An nichts können. Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen. Die größte Kritik der Leute bestand darin, dass die Grafik ja angeblich das erste sei, was in einem Videospiel fertiggestellt wird. Dementsprechend würde die im Leak gezeigte Footage ziemlich minderwertig aussehen für so einen großen, gehypten Titel. Wir alle scheitern mal. Wir alle machen Fehler. Die Aussage war natürlich so weit von der Realität entfernt, dass noch am gleichen Tag wohl einer der am schnellsten viral gehendsten Copypastas geboren wurde. Education is important. Don't miss school, please. Und hier eine Weisheit. Triggert niemals einen Videospielentwickler. Import a first-person shooter, set the graphic style to AAA, then finally just click the make multiplayer button. In fact ist die Grafik nämlich das allerletzte, was in einem Videospiel fertiggestellt wird. Und um genau das zu zeigen, erlegten zahlreiche Entwickler aus Solidarität ihre eigenen Spielprototypen auf Twitter, um den Leuten zu zeigen, wie unglaublich grauenhaft Spiele in der Entwicklung so aussehen können. Game developers everywhere, inspired by the GTA 6 leak and the public response, are sharing early some times never before seen looks at their games long before they became the games that we played at launch. Die Crewmitglieder aus dem Spiel Sea of Thieves Captain! Sahen in ihrer Anfangsphase so aus, als hätte irgendjemand eine Packung Tic Tacs geöffnet und ins Spiel übertragen. This is what The Last of Us looked like in pre-alpha. Bastion, this first day in the game. Early Reinhardt charge. In Horizon Zero Dawn waren die riesigen Dinos am Anfang eine Mischung aus farbigen geometrischen Formen, als hätte sie ein Kind mit den Würfeln aus dem Ärzte-Wartezimmer zusammengebaut. This is what Control looked like in pre-alpha. Throw me. Große Studios von zahlreichen AAA-Games vereinigten sich plötzlich, um dem Internet zu zeigen, dass die Grafik der GTA 6 Leaks für ein noch ziemlich lang entferntes Spiel extrem gut aussieht. It looks like shit. I agree, this does. Die Rockstar Games Aktie machte daraufhin einen ganz schönen Satz nach unten. Immerhin ist so eine massive Sicherheitslücke eine dicke rote Flagge für Investoren. Und exakt einen Tag später kam ein Statement von Rockstar. Fuck y'all, we canceling this shit now. Wie zu erwarten, waren die Entwickler extrem enttäuscht über den Leak. Es war wie ein Tritt in die Eier. Doch zeitgleich würden sie sich von dem Leak nicht irritieren lassen und arbeiten weiterhin fleißig am kommenden Spiel. Und hier zeigt sich auch die Schattenseite von Game Leaks. In den meisten Fällen gewinnt hier keiner. Die Programmierer vom Spiel sind enttäuscht, weil Leute gnadenlos das unfertige Werk in der Luft zerreißen. Watch Dogs 2 Copy. Und geleakte Story-Infos helfen nicht gerade viel dabei, Spannung für ein kommendes Spiel aufzubauen. Nun, hat es der Firma grundlegend geschadet? Ja, das hat es. Hat es den Hype um GTA 6 erst so richtig losgetreten oder sogar noch weiter entfacht? Wahrscheinlich hat es das. GTA 6 is coming! Ich meine, das Statement wurde einfach mal so über Nacht zum meistgelikedesten Gaming-Tweet auf der ganzen Plattform. Und wie gesagt, so getan, ließ sich Rockstar nicht vom Leak irritieren und ließ die Fanbase mit dem GTA 6 Trailer im Dezember mit einem ziemlich gespannten Gefühl und Staunen zurück. Okay, also, der ganze Leak war ein ziemlich großer und plötzlicher Schock. Innerhalb ein paar Stunden war auf einmal das ganze Internet voll mit Footage und Memes über den sogenannten GTA 6 Hacker. Doch um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, schauen wir uns die Geschichte vielleicht mal aus einer anderen Perspektive an. Doch erstmal Werbung. Tauch ein in die wunderbare Welt von Honkai Star Rail. Honkai Star Rail, Honkai Star Rail, es ist kostenlos. Honkai Star Rail, Honkai Star Rail, spiel einfach drauf los. Free to play auf allen Plattformen. Zerstöre deine Gegner mit einzigartigen Fähigkeiten. Du musst Harambe retten, oder er wird sterben. Spiel vielseitige und einzigartige Charaktere. Mobile Game des Jahres. Es ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und auch das einzige Spiel, was ich jemals gespielt habe.
detailreiche und taktische Kämpfe. Neue kommende Helden wie Ruan Mei oder Dr. Ratio. L plus Ratio. Los, wach auf! Die Zukunft von Honkai Star Rail liegt in deinen Händen. Honkai Star Rail, es ist kostenlos. Honkai Star Rail, spiel einfach drauf los. Honkai Star Rail, es ist kostenlos. Honkai Star Rail, ich esse gern. Hol dir mit dem Link in der Videobeschreibung 50 Stellare Jade. Werbung Ende. Es ist der exakt 1.3.2022 und die Firma Nvidia, die Grafikprozessoren herstellt für Geldbeträge, von denen man sich ganze Häuser kaufen kann, wird gnadenlos gehackt. Nvidia hacked DLSS source code. Hacking a gang. Incredibly concerning, obviously. The world's largest cyber war is happening right now. Eine Hackergruppe namens Lapsus verschaffte sich Zugang zu den Daten und erpresste die Firma ganz professionell über Telegram um einige Millionen Dollar. Lap what? La Pussy. Der Kopf der Bande, ein britischer Junge namens Arion Kurtai. Arion, 17 Jahre alt, hat wirklich deutlich zu viele Fotos mit Fischen drauf. Hat Autismus und ist laut seinem Vater ziemlich gut mit Computern. Nachdem er mit seinen Freunden, die alle um die 17 Jahre alt waren, Nvidia hacken konnte, wurden fast alle Mitglieder der Gruppe noch im gleichen Monat von der Londoner Polizei gefasst. Sein Vater sagte dazu, er dachte, er würde nur irgendwelche Computerspiele am PC spielen. Vielleicht irren sie sich auch gewaltig. Doch war seinem Vater nicht klar, dass sein Sohn aus Spaß irgendwelche Firmen um Millionen Euro erpresst. Doch der Gruppe ging es nie um das große Geld. Man wollte einfach unter seinen Freunden mit seinen Hacking-Erfolgen angeben und die Idee, irgendwelche Milliardenfirmen auf Telegram zu verarschen, hat ihre Augen funkeln lassen. Scheiße, ja, Bruder. Halt's Maul, du Lappen. Daraufhin bekam Arion Bewährung. Bewährung, in der er laut den Auflagen kein Internet benutzen durfte. Also hieß es ab sofort irgendwelche Serien im Fernseher gucken und Gartenarbeit für den Vater erledigen. Und so vergingen die Monate. Doch Arion hatte sich zuvor ziemlich viele Feinde in der Hackerszene gemacht. Und so leakte eine andere Hackergruppe seine persönlichen Daten inklusive Name, Adresse und Anschrift der Familie, weshalb wir jetzt auch diese ganzen Fotos mit den Fischen bewundern dürfen. Da man online mittlerweile sogar ein Kopfgeld auf den jungen Mann aussetzte, verfrachte die Londoner Polizei ihn aus Sicherheitsgründen in ein Hotel, welches er die nächsten Monate sein Zuhause nennen sollte. Und was macht Arion daraufhin? Er kauft sich in der Stadt einen 30 Pounds Amazon Fire TV Stick, schloss ihn zusammen mit einer Maus und Tastatur an den Hotelfernseher an und hackte sich mit Hilfe eines auch autistischen Freundes in die internen Server von Rockstar Games. Apparently, all you need is an Amazon Fire Stick. Wow! Nachdem er über das Mitarbeiterprogramm Slack, das ist sowas wie professionelles Discord, sich Zugang zu 90 Minuten Gameplay-Material und Quellcode der anderen GTA-Teile verschaffen konnte, postete er die Footage über einen Link, ganz stolz im Grand Theft Auto Forum. Hi, here are 90 footage slash clips from GTA 6. It's possible, I could leak more data soon. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Die Leute haben ihn verarscht. I bet that link has AIDS. 3 out of 10 for the effort, try harder next time. Just download my damn videos. Hey bro, can you also leak GTA 7 for us? Holy shit, you guys are fucking annoying. Frustriert wie Arion war, schrieb er im Forum noch, dass die Leute sich ficken gehen sollen und ging erstmal eine Runde schlafen. Und auf einmal fingen die Leute an, neugierig zu werden. Forenmitglieder schauten sich Stück für Stück die Videos an. 90 Minuten Gameplay-Footage und dann auch noch so detailliert. Als die User die Footage etwas genauer betrachteten, fingen die Zweifel langsam an zu schwinden. Stück für Stück begannen die Leute daran zu glauben und nach ein paar Seiten hitziger Diskussion im Forum waren die Mitglieder sich einig. Die Footage ist echt.
Oh my god, I am coming, mods don't ban me, this is fucking history. Let's fucking go. I saw GTA 6 with my own eyes. This is crazy. My god, made an account just to say I was here. 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 It's real. My dad works for Rockstar and he's crying because of these leaks. Dann wurde es auf YouTube hochgeladen, auf Twitter geteilt, der ganzen Stadt erzählt, als Hologramm in den Himmel projiziert, in den Mond gelasert und naja, den Part der Geschichte kennen wir ja schon. 2025! I might have a son by then! Arion ist nach einem entspannten 8-Stunden-Schlaf dann aufgewacht und wunderte sich, dass er damit viral ging und ganze 3000 Telegram-DMs hatte. Unexpectedly viral, he says. Are you fucking retarded? Dieser Junge hat die Büchse der Pandora geöffnet und wunderte sich, dass er viral ging? Nachdem die Forumseite um ca. 25.000 Live-Viewer schwerer wurde und schon anfing zu laggen, this thread in a nutshell. Everyone is here. Schlug Arion auf der 105. Forumseite vor, dass Rockstar ihn doch auf Telegram kontaktieren solle, um dort gemeinsam einen Deal auszuhandeln. Mit einer Firma, die Leute schon verklagt, wenn man Mods für GTA 5 entwickelt. I want $3 million. 49713 Shell Drive, Atlanta, Georgia. You're allergic to shellfish, you got two brothers, one sister. Sorry. We've completely removed your identity off the face of the earth. Doch noch bevor daraus irgendetwas wurde, stürmte das FBI bereits in sein Hotelzimmer und packte ihn live beim Hacken in die bereits nächste große Technologiefirma. Im Gericht wurde er als psychologisch nicht tragbar für ein Urteil bewertet, was mich glauben lässt, dass er wirklich Saul Goodman als Anwalt hatte und sitzt seitdem in Haft. So this is what victory looks like, huh? Blessed are the peacemakers.